Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Servus erstmal. Heute zeige ich euch ein Programm, was einige von euch schon mal kennen könnten von meinem Kanal. Und zwar den Minitool Movie Maker. Minitool hat den Movie Maker auf die Version 7.3 geupdatet. Und wenn mir mal gefragt, ob ich nicht mal wieder zu machen möchte für die neuen Funktionen, ich dachte mir, oh, Minitool, coole Firma, coole Programm. Dachte ich, ja, können wir machen, gerne. Oder was sagst du dazu, Walter? Hallo, Freunde. Mein Enkel hat mich gefragt, wie ich den Minitool Movie Maker finde. Ich muss sagen, er ist wirklich super. Ich benutze den sehr gerne, weil er kinderleicht zum Schneiden ist. Oder besser gesagt, Opa leicht. Aber ich muss sagen, der ist super. Ich glaube, mein Neffe macht da gute Videos. Ja, das stimmt, Opa. Zudem zeige ich euch heute, wie man ein Video schneiden kann. Ihr müsst euch mal eine Datei reinziehen, dann könnt ihr loslegen mit dem Schneiden. Ihr könnt die Videos in verschiedenen Abschnitte teilen oder auch Videos verlängern sowie drehen. In 180p ohne Wasserzeichen könnt ihr die Videos schneiden, was für ein kostenloses Programm super stark ist. Zudem bietet es sehr viele starke Effekte, wie man es im Hintergrund gerade sehen kann. Dass man seine Videos mit einem Overlay, Wackeln oder Effekt oder auch einem Glitch-Effekt, dass man sein Video auf den neuesten Level bringen kann. Hier mal, wie es aussieht. Jetzt kommen wir zur Musik. Ja, Musik, Minitool Movie Maker bietet euch viele kostenlose Lieder und Soundeffekte, mit denen ihr eure Videos einen super Klang geben könnt, wie Superstar Laura. Nee, Spaß beiseite. Ihr könnt damit eure Videos einen echt guten Klang geben, wie hier steht. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought... Griechische Lügen, weil das stimmt doch gar nicht, Marcel darf es. Bist doch nur ein Lügner. Doch, Nachbar, das stimmt, du hast es doch vorher gerade gesehen. Also Nachbar, glaub es mir doch, dass das Ganze hier stimmt, dass Minitool Movie Maker ein richtig cooles Programm ist, glaub es mir doch. Okay Nachbar, du hast ja gewonnen, na gut, bis dann. Das ist mein nerviger Nachbar, Dinkelberg, der sowieso keine Ahnung davon hat. Also, ich sollte ihm vielleicht mal helfen, vielleicht mal das Programm beibringen. Ja, das wäre eine gute Idee, aber egal, wo waren wir gerade? Stimmt, ich wollte euch die super coolen Übergänge von Minitool Movie Maker zeigen, die was es zum Beispiel in Augenform gibt, in Herzform, in... Kuhmusterform, in 3D-Formen, in Farbenübergängen, in vielen weiteren Formen. Deswegen lasse ich euch gleich hier ein Video laufen, damit ihr euch voll und ganz auf die Übergänge und das Video konzentrieren könnt und nicht auf meine Stimme. Weil ihr solltet wissen und lernen, was es für Effekte gibt. Also geht jetzt rein, ihr seht jetzt das Video und wir hören uns dann gleich nach dem Video wieder. Bis gleich. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. So, jetzt fehlt noch die Aufkleber und besonders wichtig, der Text. Also viele verschiedene Schriftarten, zum Beispiel für ein Intro, sowie Credits, wo ihr eure helfenden Hände ehren könnt. Aber nicht zum Vergessen sind die Schriftarten, die ihr ganz sicher vom TV aus kennt. Das sind die, wo unten bei den Charakteren, so bei den Schauspielern, die Namen eingeblendet werden und das Alter meist. Das sind auch welche, die habt ihr alle beim Minitool Movie Maker. Aufkleber gibt es auch sehr viele. Wie zum Beispiel abonnieren und Glocke aktivieren, was ihr jetzt natürlich auch gerne auf meinem Kanal machen könnt und natürlich auf dem Kanal von Minitool Movie Maker. Dazu gibt es noch Aufkleber, die auf Feste bezogen sind, zum Beispiel Thanksgiving, Weihnachten, Muttertag, Silvester, Halloween ist alles dabei, also sicher was für jeden dabei. Zudem gibt es noch animierte Effekte wie zum Beispiel Rauch, Feuer und Explosionen, was da sicher für coole Filme entstehen könnten. Ja. Zum Abschluss zeige ich euch noch das Feature, Bewegungseffekt, wo ihr eure Videos von links nach rechts, rechts nach links, oben nach unten, so schräg oder auch viele andere Sachen, was es drin gibt, könnt ihr euch gern anschauen mal. Ladet euch das Programm runter. So zum Abschluss nochmal.
Ich will mich herzlich beim Minitool Movie Maker bedanken, dass sie mir jetzt schon zum dritten Mal die Chance geben, dass ich ihr Produkt bewerben darf. Es ist nicht selbstverständlich, dass Firmen auf einen zukommen, das möchte ich klar sagen, deswegen möchte ich mich herzlich beim Minitool Movie Maker bedanken, bei deren Team, sie mich jetzt schon dreimal gefragt haben, weil ich das nicht selbstverständlich finde, deswegen wollte ich mich einfach beim Minitool Movie Maker bedanken. Danke. Und ich hoffe, ihr holt euch jetzt das Programm, ihr abonniert mich und ihr abonniert Movie Maker. Sagen wir, sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann.